Komm zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raven. Ah, er verfolgt mich. So, hier, nimm mein Schwert. Das hast du verdient. Das war ein bisschen knapp. Aber ey, was sind wir denn hier? Ah, eine Steintafel. Wow, das war knapp. Da brauche ich erstmal jede Menge Heilung. Du greifst mich nicht an, oder, Irrlicht? Du greifst mich nicht an. Hilfe? Greife Irrlicht da an? Ich weiß es nicht. Es ist so rot gerade gewesen. Was tust du? Macht das mir Schaden? 26? 26? 26? Kann ich es ansprechen? Warte mal. Nee, ansprechen kann ich das auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das soll. Ich brauche viel Leben. Gib mir mal den Käse. Den futter ich mal eben. Und was ist das denn? Honig. Okay. Der wird vielleicht noch nützlich werden. Da halte ich mich mal lieber an die 15er hier. Dumm-di-dumm. Moment. Jetzt bin ich bei 7. So, komm, ein Pilz. Dann habe ich 112. Ah, sehr gut. 124 und 136. So, genug gegessen. Mein, ey, so ein Lurker. Das war ja ganz knapp. Den habe ich auch nur geschafft, weil ich erstens Glück hatte und zweitens alleine war. Was? Was tust du? Warum greifst du mich jetzt plötzlich an von hinten? Nichts zu holen. Was soll das? Da ist nichts zu holen. Hast du die ganze Zeit? Die ganze Zeit? Nichts zu plündern. Bist du da und tust nichts? Und jetzt auf einmal? Du hinterhältiges, fieses Stück. Lass es doch nicht machen. Ehrlich, so ein Irrlicht. Und vor allem ist es ja nur ein Licht. Warum ist es böse? Ist es vielleicht böse geworden, weil ich Magie in die Hand genommen habe? Vielleicht. So, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Höhle. Dann nehme ich mal lieber eine Fackel als eine Magie. Ja, eine Höhle. Oder? Nee, nur ein Durchgang. Was haben wir hier? Ratten! Hilfe! Naja, gut, okay. Die Ratten sind einfache Gegner. Die können mir nix. Ah, guck mal, ein Schrein! Wow, ich glaube, hier bin ich halt sogar richtig, oder? So wie das aussieht. Ich soll ja dem Pfad Innos folgen, also vielleicht doch den Statuen. Wenn es hier schon wieder so eine Statue gibt, in der Richtung, in die ich gegangen bin. Na, die hätte ich gerne. Na, jetzt komm schon. So. Was ist denn hier? Ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Vielleicht hätte ich mal irgendwie... Nee, Blödsinn. Konnte ich ja gar nicht, ne? Ich bin ja unterwegs. Ich kann ja gar nicht schlafen. Ist dahinter irgendwas? What? Voll getroffen! Voll getroffen! Wow! Das war Glück! Das war reines Glück! Oder es gibt hier einfach 1000 Höhlen und ich habe einfach irgendeine getroffen. Das kann natürlich auch sein. Will ich nicht abstreiten. Schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Außer ein paar Pilze. Eine Heilwurzel. Die brauche ich für meine starken Tränke. Ach, wie süß. Fleischpflanzen. Die habe ich ja voll vermisst aus dem ersten Teil. Das Blöde ist nämlich bei denen, man trifft die kaum. Na, jetzt komm schon. Ah, die sind so nervig. Aber die geben Fleisch. Damit kann man sich gut heilen. Ah, was ist das?
Minecrawler? Könntest du bitte nicht die Fleischwanze auswählen? Könntest du bitte nicht auf die Fleischwanze gehen, wenn hier so ein fettes Viech auf dich wartet? Ach so, das ist das rote Zeug an den Wänden. Natürlich, hier ist ein Minecrawler-Nest. Ah, Hilfe, da ist ja noch mehr. Nee, ich bin weg. Tschüss. Ich bin dann mal weg. Einen schaffe ich, gut zu wissen. Aber der muss dann auch nicht sein. So. Gut, ich glaube, den bin ich los. Ich brauche genau 100 Lebenspunkte. Na, da ist noch ein Butterfleisch, guck mal. Dann trinke ich nochmal 2,50er. 1 und 2. So. So drin ist es ja gerade nicht. Ah, er ist ja noch da. Warte, der ist wieder zurück. Nein! Was fällt dir ein, du Schuft? Ah! Ich wollte meine Fleischwanzen ausnehmen, meine Fackel wiederholen. Ah, wieder 100. Yay! Vielleicht soll ich mir doch schwache Tränke brauen. Oder lege ich mich mit dem jetzt an? Ach nee, komm, ich werde irgendwann sowieso noch hierher kommen. Dann kriege ich die Erfahrung noch. Das ist kein Problem. Wegen der Erfahrung muss ich da jetzt nicht unbedingt von runtergehen. Aber ich mache mal den hier. Nicht, dass da wieder irgendwas auf mich wartet. Wow! Was ist das denn? Das sieht mächtig aus. Will ich hier hin? Vielleicht. Könnte sein, ne? Eine Statue? Ach was! Was machst du denn da? Guck mal, ich glaube, ich bin hier richtig. Na, das lobe ich mir doch. Du kommst zu spät. Ich war zuerst hier. Ich habe gewonnen. Nimm dir lebend rauskommst. Nee, das ist nicht mein Stil. Aber gratulieren auch nicht. Halt die Klappe. Es ist aussichtslos. Du hast verloren. Finde dich damit ab. Nur mir ist das bestimmt, Magier zu werden. Dir ist gar nichts bestimmt. Die Truhe gehört mir. Nein, das kannst du nicht tun. Eher werde ich dich töten. Wow! Ach so, nee, okay, alles gut. Das war nur ein kritischer Treffer. Ich dachte doch gerade, mein Einhandschwert ist doch eine bessere Waffe als der Magierstab. Als der Kampfstab. Gib mir mal deine eine Schafswurst. Ein alter Schlüssel. Ja, den hätte ich gerne. Und die Kohle und das Geld auch. Deine Waffe darfst du behalten. Ich hab selber einen. Bin ja kein Unmensch. Ach, die öffnet man mit dem Rücken zum Eingang. Das ist ja unangenehm. Und wir haben hier einen Runenstein. Interessant. Was ich damit wohl tun kann? Keine Ahnung. Vielleicht eine Rune machen? Hey, du lebst aber noch, oder? Du lebst schon noch, oder? Ich habe dich nicht getötet. Ich habe dich nur bewusstlos geschlagen. So wie auch den anderen vorhin. Nun gut. Ich brauche mal wieder 50 Lebenspunkte. Jetzt noch 40. Drei davon macht 36. Und dann noch eine 5. Also ein Fisch. Dann habe ich 41. Das ist okay. Habe ich eins verschwendet. Das ist in Ordnung. Dafür habe ich meinen Heiltrank übrig. So, zu einem Minecrawler will ich jetzt gerade nicht. Da habe ich gerade keine Lust. Und es ist wieder hell. Wer sagt's denn? Geht doch. Dann wüsste ich doch jetzt mal gerne, ob es hier noch mehr Höhlen gibt. Und was es hier sonst alles so noch gibt. Da oben bei den Ratten zum Beispiel ging es ja auch weiter. Die haben mich ja nur irgendwie verscheucht, die Ratten. Wo bin ich hier eigentlich genau? Okay, also muss ich hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht dem Troll zu nahe komme. Oder bin ich vielleicht über dem Troll jetzt? Das kann ja auch sein. Ja, wahrscheinlich bin ich über dem Troll so hoch, wie ich hier bin. Ach, da links ist der See. Moment, was? Ich bin hier beim Troll. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Da ist der Troll.
Ich hätte da einfach rüberlaufen können, hätte mir den ganzen Stress sparen können. Das ist jetzt nicht wahr. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Oh Mann, das wäre so einfach gewesen. Geht vielleicht auch nicht. Man kann wohl doch nicht hier rüber. Doch, kann man schon. Das ist ein kleiner Bug mal wieder. Ah, ey, das ärgert mich jetzt. Das ist so viel einfacher gewesen. Einfach da beim Troll hier rüber, zack, ab in die Höhle. Noch nicht mal den Typen da drüben. Ne, beziehungsweise bei dem war ich schon. Bei Ulf. Ulf hatte ich ja schon. Ach was. Man kann hier tatsächlich einfach außen rum. Und, ach, das war gar keine Abzweigung hier. Das sah im Dunkeln so aus, als gäbe es hier auch noch einen Weg. Nö, da ist kein Weg. Gut, dann würde ich aber gerne mal schauen, ob es hier noch was anderes gibt als die Höhle hier drüben. Oder vielleicht noch einen Weg oder so. Weiß ich ja nicht, könnte ja sein. Und vielleicht gibt es da ja noch irgendwas Tolles. Ach nö, das war's schon. Ha! Da führt ja tatsächlich kein Weg dran vorbei, wenn man hierher kommt. Direkt in diese Höhle reinzugehen. Bisschen ärgerlich finde ich diese Minecrawler, dass ich da so voll reinstolpere. Andererseits, wenn man den ersten Teil gespielt hat, kann man auch erkennen, dass die roten Teile an der Wand für ein Minecrawler-Nest andeuten. Da habe ich ein bisschen gepennt, ehrlich gesagt. Das hätte ich wissen können. Aber gut, ich habe es geschafft. Yay! Ich kann wieder zurück zum Kloster. Ich habe meine Mission erfüllt, oder? Habe ich? Nee, warte. Der Pfad der Gläubigen. Und das, was ich hinter dem Pfad finde, soll ich bringen. Ja, das wird der Runenstein sein, ne? Vielleicht kriege ich ja nachher noch eine Quest, irgendeine Rune herzustellen. Dann kann ich den gleich verwenden. Das wäre zumindest eine sinnvolle Anschlussquest. Und auch sinnvoll auf dem Weg zum Magier sein, zum Magiertum. Weil Magier schließlich Runen herstellen und benutzen. Yo, ich muss jetzt nur noch den Rückweg finden. Ah, ich dachte gerade, da steht einer. Und da ist diese Pyramide. Was meint ihr? Soll ich mich da mal umschauen? Ich glaube, das mache ich mal. Der Eingang müsste da unten gewesen sein. Ich meine, ich werde jetzt nicht runterhüpfen oder so. Aber ich würde da schon gerne hin. Genau da, bei dem Schrein, meinte ich. Heißt da oben eine Höhle? Ne, nur ein bisschen dunkel. Aber da kann ich doch hoch, oder? Ja, die Frage ist nur, was bringt's? Okay, ich kann da drüben weiter. Ach, das ist einfach nur so ein Alternativweg da hoch, oder? Ja, ja, das ist nur so ein Alternativweg da hoch. Das brauche ich nicht. Es sei denn, es führt in die andere Richtung noch weiter. Ich höre wilde Tiere hinter den Felsen. Ups. Hä? Geht's da nicht rüber? Geht's da nicht rüber? Ernsthaft? Ich dachte, hier war ein Weg. Hier war doch eine Abzweigung irgendwo. Oder habe ich mir das eingebildet? Oder war es vorher vielleicht? Das kann auch sein. Vielleicht nicht bei dem Schrein, sondern bei dem Stein? Was ist hier? Ah, ja, hier ist das. Ja, genau, bei dem Stein, nicht bei dem Schrein. Da sind ganz viele Pflanzen, die habe ich voll übersehen. Weil, keine Ahnung, wahrscheinlich weil es dunkel war und weil Ulf mir gefolgt ist und mich abgelenkt hat. Ganz viel Zeug. Yay. So. Ich speichere mal, damit ich hier nicht in irgendeine Falle laufe und alles wieder herlaufen muss. Ja, siehst du, ein Snapper. Bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich rein will. Hui, noch ein Snapper.
Da werde ich wohl kaum durchkommen, oder? Kann ich mich unsichtbar machen irgendwie? Was habe ich denn? Feuerpfeil, schwere Wunden heilen, Eispfeil, Feuerball, Licht. Wunden heilen, Schlaf. Leider nur einmal. Wolf rufen, Windfaust. Ja, das könnte klappen. Ich probiere es einfach mal. Ich will jetzt wissen, was dahinter ist. Snapper, ignoriert mich einfach. Ich bin gleich wieder weg. Ich will gar nicht zu euch. Siehst du? Ich bin schon wieder weg. Ich will zu der Pyramide. Doch ein Boden. Tschüss, Snapper. Siehst du? Ich tue euch gar nichts. Ihr könnt mich einfach in Ruhe lassen. Gold. Ah, eine Steintafel. Und eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Ach nö, die ist verschlossen. Dafür habe ich hier immerhin eine alte Steintafel. Die kann ich dem Händler geben. Und... oder Vatras. Nee, dem Händler. Lieber dem Händler. Ich will ja wissen, was der Händler alles so dabei hat. Und außerdem die Quest erfüllen. Hui, hui, hui. Gold, Gold, Gold. Es ist alles Gold, was hier glänzt. Ich sagte hier, ne? Alles, was hier glänzt. Nicht alles, was glänzt. Nein. Es gibt ja auch noch Silber. Und Platin. Und Kupfer. Die glänzen auch alle. Ah, da hoch kann ich leider nicht. Feuerwarane. Die sind böse. Lurker, die sind auch böse. Was haben wir hier drüben? Komm schon, irgendwie, nichts oder irgendein Schattenläufer. Und Goblins oder Goblin-Skelette. Okay, schwarze Goblins. Die könnte ich sogar noch schaffen, aber nee, der Schattenläufer ist mir dazu nah dran. Ich würde gerne in das Loch im Boden da unten nochmal reinschauen. Oh, da hinten sind auch noch so Steinsäulen. Die Snapper sind weit genug weg, dass sie mich in Ruhe lassen. Noch eine Steintafel. Boah, wie viele Steintafeln es hier gibt. Was? Ich würde gerne zuschlagen. Geht doch. Das war gerade ein sehr langer Hänger. Da hat wahrscheinlich irgendwas nachgeladen. Eine größere Menge an Daten. 51. Wie viel brauche ich denn? Keine Ahnung. Komm hier, ich futter mal die ganzen Einzelteile. Die Milch. Und ich glaube nicht, dass ich den Honig für irgendwas brauche, oder? Ja, wobei, vielleicht ein Kloster für irgendein Rezept oder so. Das kann ja sein. Dann halte ich mich mal an das gebratene Fleisch. Da könnte ich auch mal wieder Nachschub machen. Also rohes Fleisch braten. Jetzt habe ich 103. Jetzt fehlen mir noch 3. Komm, ist egal. 3 sind in Ordnung. Da hinten sind noch mehr Ratten. Vielleicht sollte ich mir hier auch mal wieder eine Fackel in die Hand nehmen. Ich finde es irgendwie lustig, dass hier die Pyramide selber viel weniger zu bieten hat als das hier unten. Ja, wisst ihr was? Wisst ihr was? Die Folge ist schon wieder relativ lang. Und wenn ihr wissen wollt, was es hier unten noch so alles gibt, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Genau, denn jetzt werde ich diesen Steinwächter durchsuchen. Und danach speichern. Und sagen danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich doch jedenfalls. Hehe. Und da hinten sind... keine Ratten. Ja, bis dahin. Tschüss.